Moin Leute, Collas hier. Heute gibt es ein Guide zu Hand Showdown. Mit Propane bin ich in der Early Access Phase zu Prestige 2 gekommen, daher habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt. Legen wir mal los. Tipp 1: Gegengiftschützen ist ein absolutes Must-Have, sobald sie zur Verfügung sind. Extrem stark gegen die Spinne und die Hives. Dadurch wird sehr viel Schaden reduziert und man selbst kommt nicht in Panik aufgrund dieser Sichtfeldeinschränkung. Wie man vor allem hier bei der Spinne sieht, sie ist damit ein absoluter Witz. Man kann ohne Probleme durch diese Giftwolken laufen und auch währenddessen zum Beispiel mit anderen Spielern fighten. Ich provoziere ja auch gerade noch einmal einen Jump auf mich und wie man sieht, ist das ziemlich wenig Schaden, was da rumkommt. Also allein dafür lohnt sich immens. Kassenautomaten sollten immer gesucht werden und diese können zwischen 50 und 500 Dollar beinhalten, was immer nur vom Vorteil ist. Schlagringe sind eine Wohltat gegen Emulatoren. 4 aufgeladene Schläge, egal an welcher Körperstelle, und sie gehen zu Boden, ohne zu explodieren, euch zu verbrennen oder teilweise auch ohne euch Schaden zuzufügen, je nachdem wie geschickt ihr seid. Es lohnt sich. Die Emulatoren explodieren bei Schuss- und Stichschaden und laufen immer zum nächstgelegenen Spieler. Das könnt ihr wunderbar nutzen, um auch im Fight mit anderen Spielern den noch einen Emulator raufzusetzen, wenn der in den ihrer Nähe steht. Außerdem verbrennt er im entzündeten Status auch immer gegnerische Zombies in der Nähe. Also was heißt Zombies in der Nähe? Das Bajonett ist meiner Meinung nach eine unterschätzte Waffe. Ja. Ihr habt damit extreme Reichweite und braucht nur 2 aufgeladene Schläge für einen Armort bzw. Brecher. Hunter sind mit dem aufgeladenen Schlag ebenfalls One-Hit. Das Problem ist ausschließlich der Ausdauerverlust. Die Kampfaxt ist eine meiner Lieblingswaffen. Vor allem im Early Game. Also Bloodline bis, weiß nicht, 60 oder sowas. Massiver Schaden bei Armored und Huntern, die sogar mit leichten Angriffen One-Hitbar sind. Also die Hunter, die Armored brauchen einen aufgeladenen Angriff. Und Türen kann man mit 2 aufgeladenen Schlägen komplett zerbrechen. Wenn es um die Umwelt geht, nutzt absolut alles, was ihr seht. Vor allen Dingen die Sprengfässer sind extrem useful. Bei den Roten ist das so, dass sie nahezu alles one-hitten im Umkreis von 5 Metern, was extrem gut ist. Allerdings auch die Gelben und Grünen, sprich die Verbrennung und Gift verursachen, sind extrem nützlich. Diese machen zwar kaum Schaden, wie man gleich sieht, aber dadurch geraten viele Spieler in Panik und ihr könnt das wunderbar nutzen, um diese schnell nochmal anzugreifen. Öllampen sind einfach nur göttlich. Raben könnt ihr ziemlich leise verbrennen, dadurch fliegen sie natürlich auch nicht weg und die Gegner können euch nicht so leicht orten. Außerdem ist die Öllampe auch super gegen die Armored bzw. Hives. Diese sind damit ebenfalls ein One-Hit und es verursacht nur relativ wenig Geräuschkulisse. Wie man sieht, ist das natürlich auch wunderbar zu nutzen bei den Assassinen. In dem Fall haben wir jetzt 4 Öllampen gebraucht für einen Boss. Das ist schon extrem, extrem gut. Ich meine, die Geräuschkulisse, die dabei verursacht wird, die ist auch ziemlich gering im Vergleich zum Schießen. Die Spinne ist zwar auch damit möglich, allerdings deutlich schwerer zu besiegen, weil man die nicht so leicht wieder in die Flammen kiten kann wie den Assassin. Außerdem könnt ihr diese ja auch nutzen, um zum Beispiel gegnerische gedaunte Hunter anzubrennen. Ihr könnt diese zwar nicht mehr looten, aber dafür kann der Mate den auch nicht mehr reviven, wenn ihr ein bisschen aufpasst. Also man muss den 2-mal einen Hunter verbrennen, dann ist der kein Problem mehr. Ansonsten müsst ihr immer noch darauf achten, wenn ein Gegner am Brennen ist, ein Gedaunter,
wenn dieser keucht, ist da noch ein anderer Gegner in der Nähe. Wenn nicht, war es wahrscheinlich ein Solospieler. Feuerbomben sind natürlich ebenfalls dafür nutzbar. Tier 3 Hunter sind nicht nur wegen den Traits und Waffen gut, sondern auch wegen ihren Skins. Diese sind vor allem im Nachtleveln extrem stark. Nutzt die, sobald ihr sie zur Verfügung habt. Tier 2 ist auch natürlich besser von Skin her als 1 in den meisten Fällen. Ihr müsst natürlich selber ein bisschen separat darauf achten, was für Farben die gerade haben. Aber allein die Skins, die machen schon echt eine Menge aus. Hinweise. Bei diesen ist das so, diese färben sich rot, wenn Spieler in der Nähe sind. Außerdem sorgen sie für eine spezielle Geräuschkulisse. Diese hört man auch aus höherer Distanz. Wichtig ist, wenn ein Team den Hinweis schon geholt hat und noch in der Nähe ist, dann ist der Hinweis für euch trotzdem weiterhin blau. Deshalb ein bisschen drauf achten, nur weil der Hinweis blau ist, heißt das nicht, dass gar keine Gegner in der Nähe sind. Das kann durchaus sein, dass da immer noch andere Hunter in der Umgebung sind. Da solltet ihr ein bisschen trotzdem drauf achten. Startpunkte. Bei diesen muss ich echt sagen, es lohnt sich immens am Start einfach mal nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts, rechts zu gehen. Damit kann man wunderbar ein gegnerisches Team überraschen und gleich mal aus dem Spiel nehmen. Ja, das war's dann auch schon. Viel Spaß beim Hunten, euer Corlas.